Gut, Shalom Aleichem, guten Morgen allerseits. Gott soll mir helfen, soll ich geben die richtigen Wörter. Ich gehe euch heute nicht lehren oder ich gehe euch teilen, was steht geschrieben in unserer Religion, in unserem Glaube über Dement, über Senil. Wieso Gott hat gemacht, dass die Menschen zum Schluss verlieren den Kopf, die Seichel, die Neshome. Also was sagt unser Glaube über diese ganze Geschichte, was heißt Dementie? Man soll nicht glauben, dass es eine neue Sache von Alzheimer, von einem Doktor, der hat gesehen, eine Patientin mit 50 Jahren und er hat gefunden, dass ihr Gehirn ist plötzlich geworden kaputt. Das ist ein alter Meise, schon von der Schöpfung von der Mensch, wo Gott hat gegeben, dem Mensch einen Körper und eine Seele. Und beide müssen stark sein. Eine gesunde Neshome, eine gesunde Seele in einem gesunden Körper. In den alten Zeiten, die Neshome war stark und der Körper war schwach. Und wenn jemand ist gestorben, sein Körper, sein Auto ist schnell kaputt gegangen und Shabbat Shalom. Heint, der Körper ist sehr stark. Ein starken Motor mit Garantie. Man kann der Mensch machen ein neues Herz und ein neues Leber und reparieren seinen ganzen Körper und stellen ein anderes Auge und andere Beine. Also was hat Gott gemacht? In dem Moment, wo der Körper ist so stark, heint ist der Problem die Neshome, die Seele. Macht er die Seele kaputt und mit einmal sieht man einen Mensch, 60, 70 Jahre, Herr Israel war bei uns ein junger Mann aus Frankreich, 56, ein schöner Computer, ein schöner Mensch, er weiß nicht, wie er heißt, er weiß nicht, welcher Tag ist heute, er erkennt zum Schluss vielleicht seine Frau, wir werden auch sehen, später, wer erkennt man noch zum Schluss, aber ein junger Mensch, ein Französer, ein Jid aus Frankreich, mit einmal sein CD, sein Gehirn, hat sich ausgelöscht und der Mensch lacht und schön und er versteht gar nicht. Und die Frage ist, warum macht die Ribbono shel Olam sowas? Was steht in unserer Religion? Gott soll mir helfen, dass ich die Sache richtig teile. Und zum Schluss natürlich gebe ich Zeit zu Fragen, zu Bemerkungen und so weiter und so fort. Jeden Tag beten wir dreimal. Morgen, Mittag und Abend. Was ist die erste Bitte? Die erste, allererste. Ato choine leodom das. Ribbono shel Olam, nimm mir nicht weg dem Seichel. Gib mir Seichel, gib mir Verstand. Das ist die erste Gebet, was wir sagen bei Shmona Esre. Soll Gott, wir sagen nicht Gesundheit, wir sagen nicht Geld, wir sagen nicht Moschiach, wir sagen nicht gute Kinder, wir sagen erste Sache. Ato choine leodom das. Hast Seichel, bist du ein Mensch. Hast nicht kein Seichel, bist du ein Mensch ohne Seichel. Und ein Mensch ohne Seichel ist nicht gut. Ein Mensch ohne Verstand ist Nebach. Kommt Yom Kippur, man öffnet die Torah-Schrank und man sagt, Alta Schlichaini Leizikno, werfe mir nicht, wenn ich alt wird. Kichlois Koichi, Alta Sveini. Wenn dein Seichel lässt mir weg, sollst du mir nicht verlassen. Weil in dem Moment, wo ein Mensch verlässt sein Körper, verlässt sein Seichel, man verlässt ihn. Sogar die eigene Mischproche geht da weg. Und was passiert, wenn ein Mensch wird dement? Zuerst vergisst er, wo er wohnt und später vergisst er, mit wem er wohnt. Also der erste Schritt, vergisst er, wo ist seine Wohnung. Später vergisst er, wer ist die Leute von seiner Wohnung. Das heißt, zuerst beginnt man mit dem Ort und später vergisst man von den Menschen. Der Prophet Jesaja sagt, dass jeden Ochs erkennt seinen Besitzer, seinen Balabos. Ein Ochs erkennt seinen Balabos. Ein Esel erkennt sein Haus. Er erkennt nicht seinen Balabos. Was passiert mit einem Mensch? Wenn ein Mensch beginnt, dement zu sein, zuerst beginnt er zu sein so wie ein Esel. Er vergisst, wo er wohnt. Und später ist er so wie ein Ochs. Er weiß nicht, wer ist der Balabos. Und langsam verliert er alle Menschen.
und er wird so wie ein Kind. Drei Sachen haben Kinder. Sie wissen nicht den Weg. Immer wenn man geht zu Dippelmess oder im Flughafen. Lea Kalewski ist Information, die Eltern sind eingebeten, sie abzuholen. Sie ist verloren gegangen, sie weiß nicht, wie man geht. Zweite Sache bei Kindern, sie haben keine Orientierung mit Geld. Wenn du gibst dein Kind Haribo oder 50 Euro, nimmt er Haribo. In dem Moment, wo ein Mensch hat keine Orientierung mit Geld, sein Kopf ist schon zerrischt. Also wenn du gibst ihm 20er und du sagst, soll er wechseln oder gibt 2 50ers, etwas täugt nicht. Und die dritte Sache, keine Orientierung mit Kleidern. Es war ein Rabbiner in Israel. Einmal ist er gekommen mit 2 Krawatten. Er hat eine gelegt, noch eine hat man gesehen, er ist langsam dement. Das heißt, Kleider, man knüpft nicht richtig, man geht aus mit Pyjama, man tauscht andere Anzug, andere Socken. Also die drei Sachen sind schon in Talmud, Orientierung, los Kinder. Geld, Ort und Kleider. Und natürlich, wenn die Kleider sind sehr vernachlässigt, weil ein normaler Mensch, Kleider machen Leute, wir geben an Menschen Vertrauen, wenn die sind schön verkleidet. In dem Moment, wo ein Mensch verliert schon seine Kleidung, sieht man, beginnt schon ein Dement. Okay. Es gibt keine Garantie für niemand. Niemand ist von dieser Krankheit geschützt. Der Ribbono shel Olam kann jeder, der größte, klugste Trainierer, wegnehmen den Motor. Es kann sein durch Demenz und Alzheimer, es kann sein durch Gehirnanschlag. Es ist egal wie, der Ribbono shel Olam hat 1000 Wege, die Neshome kaputt zu machen. Es gibt Gresten, wir werden bald sehen, man kann das ein bisschen langsamer machen, man kann versuchen, es Sauerstoff und Medikamenten und Therapie, wir werden sehen. Aber zuerst, niemand ist geschützt von gar nichts. Es kann sein, der klügste Mensch, mit einmal kriegt er einen Gehirnanschlag und er wird einen halben Invalid. Es ist egal, ob es geht schnell oder langsam. Gehirnanschlag ist eine schnelle Dement auf ein einmal. Wenn einer kriegt einen Schlag in den Fuß, hat das gar nichts zu tun mit dem Kopf. Wenn einer kriegt einen Satz im Kopf, mit einmal ist er dement. Also wenn ein Mensch kriegt einen Schlag im Kopf, hat einen Unfall, er kann in einem Moment aufstehen und er weiß nicht, wer ist um ihn, er erkennt nicht, was fragen die Leute, wie heißt du? Warum fragen sie, wie heißt du? Weil sie wollen sehen, manchmal der ganze Körper ist gut, aber wenn der Mensch hat bekommen eine Macke im Kopf, kann sein, dass die ganzen CD ist kaputt. Also die ganzen, also ich habe so eine CD vom Bücher. Wenn diese CD fällt auf den Boden, plötzlich alles gelöscht und die ganze CD sieht aus richtig, aber es ist leer. Genauso, wenn ein Mensch kriegt einen Satz im Kopf, kann er kaputt gehen. Die Frage ist, ob es geht langsam oder es kommt durch einen Unfall. Okay. Wir gehen jetzt Step by Step. Zuerst von Torah bis zum Schluss die Gesetze heute. Es gibt ein Gebot, wenn einer hat ein Feld mit Weizen oder mit Plantage Orangen und er hat alles gepflückt und es ist geblieben ein bisschen hier und her und er hat das vergessen. Sagt die Teure, das was hast du vergessen, das dürfen die armen Leute kommen und nehmen. Das ist eine Mitzwa. Frag die Tora, was passiert, wenn einer ist Skleros? Er beginnt dement zu sein. Sagt die Tora, darf niemand reinkommen zu seiner Plantage, weil er vergisst zu viel. Wenn ein Mensch vergisst ein bisschen, ist normal, weil er hat viele Sachen auf dem Kopf. Aber wenn ein Mensch beginnt schon vergesslich zu sein, zu seinem Feld dürfen nicht die Armen kommen, weil er ist nicht mehr orientierungsfähig. Ein Gebot von 4000 Jahren zurück. Unglaublich, diese Mitzwa. Zweitens, jeden Rosh Chodesh, jeden neuen Monat, hat man ein extra Gebet vom Rosh Chodesh. Was passiert, wenn einer betet, hat beendet die Gebet? Ups, habe ich vergessen. Rosh Chodesh, neuer Monat. Sagt die Torah, noch einmal beten. Nur er betet noch einmal. Und beim zweiten Mal hat er noch einmal vergessen. Sagt die Torah, genug, du hast ein Problem. Das ist genauso, wenn jemand hat verloren Schlüssel zu Hause. Kommt nach Hause,
Und er will Schlüssel zurücknehmen. Und er kommt nach Hause und sagt, was wollte ich? Hat er ein Problem. In dem Moment, wenn du vergisst, einmal ist normal. Jeden Mensch kann vergessen, weil in unserem Kopf gibt es Ängste und Sorgen. Und Ängste und Sorgen machen in unserem Ei, im Kopf, die Eiweiß und die Eigelb zu einem Omelette. Also jeden Mensch, normaler Mensch ohne Sorgen, hat in seinem Kopf Eigelb und Eiweiß. In dem Moment, wo beginnen Ängste und Sorgen, was hat der Mensch im Kopf? Ein gekochtes Ei oder zerquetschte Eier oder ein Eigelb. In ein Eigelb, in ein Omelette, kann man nicht mehr orientieren. Einmal vergessen, kein Problem. Zweimal vergessen, sagt die Tora, genug, du beginnst in ein Problem zu raten. Gut, wir gehen weiter. Jakob Avinu, unser Vater, hat ein langes Leben und die Tora sagt, er ist gekommen Shalem. Shalem bedeutet vollständig. Vollständig mit was? Vollständig mit seinem Körper, vollständig mit seinem Geld und vollständig mit seinem Kopf. Das heißt, man braucht drei Vollkommenheiten. Man braucht einen gesunden Körper, man braucht eine gesunde Tasche und man braucht einen gesunden Kopf. Wenn einer von die drei fehlt, hat der Mensch ein Problem. Hat der Mensch ein Problem, er ist nicht zuständig. Und deshalb sagt die Tora, Jakob ist gekommen, trotz so vielen Probleme am Leben, ein Kind ist verloren. Rachel ist gestorben, Dina wurde vergewaltigt, die Kinder streiten, so viel Zorres. Der Mensch kann nicht mehr aushalten und er will dement sein. Er will vergessen alles, er kann nicht behalten, so viele Probleme im Kopf. Sagt die Tora, trotz so viele Probleme, trotz so viele Ängste und Sorgen über die ganze Sprache, sein Kopf ist geblieben ganz komplett. Okay. Und so entwickelt sich die Tora sehr oft und da beginnt sie mit religiösen Fragen. Was passiert, wenn eine ist ein Dement und er kommt in die Synagoge und er stört die anderen Leute. Warum stört er die anderen Leute? Weil er weiß nicht, was tut sich. Einmal erkennt er sich, soll man ihn lassen in die Synagoge oder nicht, wenn einer in Dement. Die Antwort lautet, wenn das ist eine private Synagoge von einem Mensch, er kann entscheiden zu tun mit jedem, was er will. Aber wenn das ist Synagoge von der Gemeinde, und der Mensch ist dement oder senil oder Sklerose oder geistig zerstört und er stört die anderen Leute, soll er nicht kommen in die Synagoge. Weil er stört andere Leute. Er wird sagen, ja, warum? Er geht zu Theater, er geht zu Opera, dort geht er rein. Warum in Synagoge, ja, und in Theatron oder in Opera nicht? Sagen unsere Weisen, in dem Moment, wo einer stört andere Leute die Ruhe, hat er nicht was zu suchen in die Synagoge. Schlusspunkt. Zweite Frage. Was passiert, wenn jemand ist dement und es gibt so viele religiöse Gesetze am jüdischen Kalender? Kiddush am Shabbos, Shofar am Rosh Hashanah, jetzt bald Chanukka. Brauchen die demente Leute Chanukka-Kerzen oder nicht? Sagt die Tora ja. Warum? Weil es gibt Momente, dass auch der größte Dement bekommt noch etwas. Und es mag sein, dass diese Schabbes oder diese Chanukka oder diese Schofarblosen plötzlich wird sagen, oh, Rosh Hashanah. Und jeder, der beschäftigt mit dementen Leuten, spürt plötzlich Momente, wo er ist selbst unglaublich. Wir hatten eine Frau, sie war dement. Und sie war sogar nicht jüdisch. Und einmal haben wir Kerzen gezündet in Station. Und sagt sie, Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kedishonu B'mitzvah Yisrael V'tzivanu La'ad Liknei Shabbos Kodesh. Und ich habe gesagt, wo wissen Sie diese Bracha? Sie sagt, ich war eine Putzfrau in einer jüdischen Familie und ich habe das jeden Freitag gesehen, jahrelang, 30, 40 Jahre. Also gibt Momente, deshalb alle religiösen Gebote und Verbote muss man halten. Wenn jemand ist aber dement und er ist geistig zerstört, und er ist in einem christlichen Krankenhaus und dort serviert man Essen, da muss man nicht achten auf alles Essen. Nur wenn ein Mensch ist bewusst, muss er achten auf sein Essen. Wenn es ist möglich, auch dort zu besorgen Essen, wäre schön, okay. Aber geistig zerstört in eine Psychiatrie,
Unsere Aufgabe ist jetzt zu heilen seine Neshome. Deshalb es ist wichtig, dass diejenigen, die kümmern auf ihn, soll Maximum kümmern auf ihn. Es gab eine Geschichte, das war im 18. Jahrhundert. Es war eine jüdische Frau in einem Kloster in Mannheim. Und der Samsäufer hat geschrieben, obwohl sie ist dort in dem Kloster trifft, weil sie ist dement, sie darf das weitermachen. Normalerweise jeder Mensch, wo er hält seinen Kopf, muss er achten auf Koscher. Aber wenn einer ist dement oder geworden Cholile geistig zerstört, er ist nicht verpflichtet. Letzter Aspekt, bevor wir beginnen, die Idee. Was passiert, wenn einer verliert das, was man gibt ihm? Oder streitet jetzt mit der Familie? Jetzt kommt die jüdische Regel, wie geht man um mit dementen Eltern? Ich zitiere. Wenn jemand die Sechel von seinen Eltern hat sich zerrischt, soll er am Anfang versuchen, nach ihrem Weg sie zu schützen. Aber wenn er kann nicht, soll er nehmen andere Leute, sie sollen kümmern auf seine Eltern, damit soll seine Eltern und ihm nicht kommen zu einer Schande und keine Covid. Was heißt das? Wenn deine Eltern sind körperlich krank, deine Aufgabe ist, auf deine Eltern zu kümmern. Zu heilen die Wunden, zu bringen die Sonde, alle körperlichen Sachen, sagt die Halacha, deine Aufgabe ist zu aufpassen auf deinen Vater und deine Mutter. Aber wenn deine Eltern sind geworden dement und du beginnst zu deinen Eltern nicht schön zu reden, heute ist Montag, habe ich dir gesagt, mach auf deinen Mund, schimpf nicht mit mir. Das ist dein Mama, das ist dein Papa. Sagt die Halacha, Hände weg, gib das andere Leute. Es gibt Leute, die haben sich gebildet, umzugehen mit Dement. Sie haben sich gelernt, wie redet man klar, mit offenen Augen. Sie haben gelernt viele Techniken, wo die Kinder haben das nicht gelernt. Genauso, wo ein Kind braucht eine Kindergärtnerin, die zu ihm spricht, in seiner Sprache, groß, klar, sehr fokussiert. Genauso Leute in Dement können nicht jetzt hören drei Sachen. Sie brauchen nur auf dir fokussieren, sie brauchen Vertrauen, Empathie, die brauchen, und manche Leute sind nur offen für diesen Mensch oder für diesen Mensch. Manchmal muss da seine eigene Sprache und man kann das nicht erkennen, was ist das. Weil auch die dementen Leute haben hier über dem Kopf noch eine Kamera, wo diese Kamera hat noch niemand geforscht, wie sie funktioniert. Sie sehen etwas, was nur sie sehen. Ich sehe zum Beispiel bei uns im Festsaal oder in die Synagoge, passiert nie, dass ein dementer Mensch sitzt neben noch ein Schlimassel. Er sucht immer eine, wo seine Augen sind noch lebendig, hübsche Frau, junge Kind, schön elegant angezogen, unglaublich. Der Mensch weiß nicht, wie er heißt. Der Mensch weiß nicht, welcher Tag ist heute. Der Mensch ist fast ausgelöscht von seinem Leben, aber wenn er kommt sitzen in Cafeterie, in die Synagoge oder im Festsaal, seine Füße durch seine dritten Kamera geht er und er sitzt dort, wo es noch Leben gibt. Nicht dort, wo es schon alles gelöscht. Er spürt noch, wo gibt es Vitalität, wo gibt es Feuchtigkeit, wo gibt es noch Lachen, wo gibt es noch Leben. Und das sucht er. Okay. Deshalb haben wir gesehen, erste Regel und interessant, alle jüdischen Bücher sind einverstanden mit dem Gesetz. Shulchan Aruch, ich zitiere euch auch die Quelle, Yoredeh 240, Paragraph 10, Sfaradim, Ashkenazim, Hasidim, Litaim, Deutschland, egal wo. Alle Jiden, die haben geschrieben, die jüdischen Gesetze, alle, die haben geschrieben, die jüdischen Gesetze, sind einverstanden. Körperliche Krankheit, Vater und Mutter, deine Aufgabe. Geistige Krankheit, nicht deine Aufgabe. Warum? Weil die Erinnerung von deinen Eltern bleibt in deinem Herzen negativ. Die Ehre, die Würde, die Anerkennung braucht man nicht. Natürlich klingt das in manche Augen von Leuten ungewöhnlich. Ja, aber das ist die Halacha. In dem Moment, wo die Eltern sind, Cholile, in die Geist zerstört, braucht man nicht. Nicht nur das. Auch wenn ein Vater und Kinder oder Mutter und Kinder streiten miteinander zu viel, sollen sie nicht miteinander wohnen.
Unnötig. Wer braucht ein Leben mit Streit? Ein Leben mit Streit ist kein Leben. Ein Leben mit Streit ist, ist seine Hetze. Der Mensch ist leer, er kann nicht gehen zum Arbeit. Man kann das nicht aushalten, Streit. In dem Moment, wo Kinder und Eltern streiten, auch wenn die Eltern sind krank oder der Kind ist krank, soll man nicht zu Hause bleiben. Rabbi Juda Hasid Speyer, 15. Jahrhundert, schreibt er das in seinem Buch. Wenn eine, umgekehrt auch, wenn die Kinder sind geistig zerstört, müssen die Eltern auf die Kinder kümmern. Wenn die Eltern sind geistig zerstört, müssen die Kinder nicht auf die Eltern kümmern. Aber wenn eine von die beiden streiten, beide dürfen sich trennen. Genauso wie ein Mann und eine Frau, wenn die sind zusammen, müssen sie einer auf dem anderen aufpassen. Interessant, bei Partners muss man aufpassen, Körper und Geist. Bei Älteren nicht. Also wenn dein Partner Choline plötzlich geworden dement, wir haben bei uns im Heim sogar Männer. Normalerweise die Frau ist diejenige, die pflegt die Mann und liebt und kümmert sich. Wir haben ein paar Fälle bei uns, wo die Männer lieben ihre Frauen. Die Frau ist nicht mehr da. Sie ist schon ein Stuhl mit einer Puppe. Und der Mann nimmt seine Frau zum Friseur. Er macht sie Lack. Er macht sie Lippenstift. Er macht sie Haare. Unglaublich, wie viel Liebe gibt das von manchen Paaren, auch wenn ihre Partner ist schon noch Niles, schon Schabbesausgang. Also aber in dem Moment, wo die Partner ist noch verpflichtet und steht geschrieben auch in die jüdische Ketuba. In die jüdische Ketuba steht kein, in die jüdische Ehevertrag steht kein Wort von Liebe. Steht 7-mal das Wort Verantwortung. Verantwortung für Essen, für Kleider, für Krankheit, für Tod und auch für geistige Krankheit. Das heißt, wenn einer von den Partners plötzlich frisch, gesund und meschuge ist daneben, und es ist egal, wie ist die Krankheit jetzt, ob das ist jetzt Depressie, Schizophrenie oder andere verrückte Sachen oder Demenz, die Aufgabe ist, von dem Partner zu kümmern auf seinen Partner, auch wenn es nicht mehr geht. Bei den Älteren ist der Fall anders. Bei den Älteren hast du eine Pflicht, die Älteren zu ehren. Gut, ich habe euch gemacht eine Quelle von Zitaten. Wir werden die Zitaten lernen, weil hier steckt das, was ich wollte euch heute erklären. Bitte schön, erste Zitat. Darf ich Sie anbieten, Madame? Madame. Erste Zitat. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, während gewesen ist, in der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Dankeschön. Der Mensch ist ein Glas, seine Seele ist der Wasser. Der Wasser wird oder getrunken, oder gedämpft. Manchmal, wenn der Glas ist kaputt, geht auch das Wasser raus. Das heißt, jeder Mensch hat seine gewisse Zeit zu leben. Die Wasser gehen nach oben, Glas geht in den Boden. Genauso ein Mensch stirbt, Fernsehen kaputt, Satellit geht weiter, aber du kannst nicht mehr sehen. Weil der Mensch hat die Element Erde, er kommt von Staub. Der Mensch von seiner Natur ist faul und traurig. Der Mensch hat schon in seiner Grundlage Dement, Depression von Natur, jeden Mensch. Darum schenkt uns Gott Vater und Mutter. Vater, um uns zu befreien von der Faulheit und Mutter, um uns zu befreien von der Traurigkeit. Ein Papa kann nicht leiden, dass seine Kinder sind faul. Eine Mutter kann nicht leiden, dass ihre Kinder sind traurig. Also jeder eine von beiden hat eine Aufgabe in sein Leben. Manchmal die Rollen sind anders, aber die Idee, dass jeder Mensch hat schon durch sein Erde-Element eine Neigung zum Nichtstun. Am liebsten zu sitzen und soll alles passieren von alleine. Und wie Sie wissen, Wunder passiert nicht, seitdem das jüdische Volk ist rausgegangen von Ägypten. Es war ein Wunder und seitdem, die Wunder ist geblieben in der Teure und wir müssen arbeiten für die Schreure. Also wir leben heute in einer Welt, hast du gemacht, hast du dich bemüht, dann helf dir auch dem lieben Gott. Solange der Mensch tut und beschäftigt und arbeitet, kann er sich lebendig halten. Ab dem Moment, wo der Mensch, es ist schon langweilig, sein Kopf arbeitet zu viel Überstunden, der Kopf geht kaputt. Aber wenn der Mensch ist beschäftigt, mental, intellektual und körperlich,
hat er alle Chancen, seine Körper zu verlängern. Das heißt, der Mensch braucht die ganze Zeit auf die drei Ebenen arbeiten. Körperlich, intellektualisch und auch mental. Manche Leute arbeiten nur auf ihre Mental, nur auf ihre Körper, aber Gefühle, Stein, Shabbat Shalom. Die lieben nicht, die hassen nicht, Gleichgültigkeit, die schützen, das ist auch kein Leben. Was glaubt ihr, ein Leben ohne Gefühle sind auch nichts. Man braucht in alle drei Bereichen, um zu leben am Leben. Interessant, die jamanitischen Juden haben am wenigsten dement. Am wenigsten. Die jamanitische, Temanim, ja. Temanim ist die jamanitische Juden, die essen zu viel scharf. Chili aus Jemen. Aus Jemen. Jemeniten. Die sind in die jüdischen Quote ganz selten jemand dement. Warum? Weil sie essen sehr viel scharf, sehr viel Chili, sehr viel Peperoni und die sind sehr dünn, die neigen nicht zu Faulheit, die sind alle dynamisch, die tanzen auch viel und wenn einer tanzt, wenn einer ist lebendig, Lebendigkeit und Tanzen und scharf essen hält und die streiten auch viel. Streiten, ja. Wenn ein Mensch streitet nicht, geht er kaputt. Also streiten hält am Leben. Streiten ist eine gesunde Menschenreibung. Wenn einer will, alles irgendwann fällt er zu ein Loch. Streiten lässt noch ein bisschen... Gleichgültigkeit ist die größte Strafe. Wenn ein Ehepaar lebt in Frieden, etwas stimmt nicht. Streiten mit Männern. Was? Egal mit wem. Streiten mit Männern. Egal wann. Egal mit wem. Mit der Schwiegermutter, mit der Schwiegertochter, mit der Schwiegersohn. Mit Nachbarn. Lass jetzt das Wort streiten. Die Idee ist, nicht gleichgültig zu bleiben. Interesse noch etwas zu ändern. Manchmal Leute sitzen in einer Gruppe, alle sagen ja und alle sagen ja. Und niemand sagt etwas anderes. Warum? Weil er hat keine Kraft jetzt, etwas zu ändern. Okay. Weiter, nächste Zitat. Bitte schön. Zitat 10. Elisha Abu-Eson sagte, was gleicht dem Lernen in der Jugend? Ist es so, als schreibe man mit Tinte auf frische Papier? Was gleicht dem Lernen im Alter? Es ist so, als schreibe man an Tinte auf Radierespapier. Wenn ein Kind ist jung, im Kindergarten, ein Mensch kann vergessen, das, was er hat gegessen vor einer Woche. Aber er hat nicht vergessen seine Muttersprache und einen Beweis, wenn Menschen werden dement, plötzlich reden sie Muttersprache. Egal wie viele Sprachen können sie, Deutsch und Englisch und Französisch, tralala, sie werden dement. Das war bei uns im Altenheim, eine Frau kam aus Wien. Eine Madame, sie hat geraucht Zigaretten, gegangen mit Hut und sie hat mir immer gesagt, Herr Rabbiner, Sie müssen ein bisschen arbeiten auf Ihre Grammatik in Deutsch. Sie reden ein bisschen Jiddisch, Sie reden nicht Deutsch. Und sie hat mir sogar in die Synagoge korrigiert. Ich habe sie immer bedankt. Sie ist geworden älter. Zum Schluss hat sie gesprochen genauso wie ich. Weil in dem Moment, wo ein Mensch kommt in seine Grundelement dement, und auch Geld zählen. Mein Vater soll gesund sein, kommt aus Russland. Wenn er geht in Bank, also er zählt in Russisch. Warum zählt er in Russisch? Er ist schon mehr als 40 Jahre in Israel. Ist egal. Das, was hast du gelernt als Kind, das ist deine Grundschritte. Das ist deine Sicherheitsstelle. Weil die Papier war damals leer und die Tinte war frisch. Irgendwann, der Mensch kriegt Sorgen, und Erinnerungen, traumatisierte Sachen. Sie machen die Tinte schwach und der Papier ist schon radiert wie eine Papyrus, wo hat man schon mehrere Mal geschrieben und der Mensch weiß nicht schon von so viel Information, von so viel Wörter. Er weiß nicht schon, was passiert. Er kann gucken Fernsehen und er hört gar nicht. Und der Mensch spricht und spricht und spricht und perfekte Deutsch. Und du schläfst und du hörst nicht. Warum hörst du nicht? Weil dein Papier ist schon radiert. Deshalb, wenn man redet zu einem Kind, wo sein Papier ist sauber und die Tinte ist stark, hört er, versteht er, konzentriert er. Wenn ein Mensch ist alt, muss man mit ihm klar reden.
Herr Schippler, möchten Sie in die Synagoge runter? Nein! Sie heißt nicht Herr Schippler. Herr Schippler will, wenn man ihn fragt, er will. Man muss ihn fragen, klar in klare Wörter. Nur so versteht er. Oder überhaupt nicht zu fragen, wo ist Ihre Jacke? Ich möchte sie runterbringen in die Synagoge. Und dement Leute fragt man auch nicht, wie es geht, weil sie verstehen nicht diese Frage. Deshalb soll man sagen, es ist schön, Sie zu sehen, dass es dir gut geht. Es geht dir heute, Entschuldigung, schön. Heute ist Dienstag, heute ist ein schöner Tag. Heute ist schön, oder? Ja. Oh, Gott sei Dank, ihr seid nicht dement. Einer hat gesagt, heute ist Mittwoch. Also, interessant, die Menschen, in dem Moment, wo sie hören, die brauchen klare Linie. Weiter, Zitat 12, bitteschön. Mein Sohn, bitte verstärke dich in der Ehrung deines Vaters und verlasse ihn nicht alle Tage deines Lebens, auch wenn sein Verstand und seine Einsicht sich verringert. Lass ihn und hilf ihm, beleidige ihn nicht alle Tage seines Lebens. In dem Moment, wo man will, nicht soll man beleidigen, dann soll man Liebe geben dem Älteren in andere Hände. Das heißt nicht verlassen. Das heißt Verantwortung übernehmen in gute Profis-Hände. Genauso wie deine Papa oder Mama sind krank und sie müssen in Krankenhaus. Schläfst du ruhig, weil es gibt Krankenschwester und Doktor. Genauso, wenn Vater und Mutter sind dement, sollen sie lieber nicht bleiben bei ihren Älteren. Es ist nicht gut, sollen sie nicht bleiben bei ihren Kindern. Sollen sie gehen zu Altersheim, sollen sie gehen, soll kommen eine Frau nach Hause, auf sie zu kümmern, eine Profi, und dann die Älteren sind in gute Hände. Deine Aufgabe ist nur die Verantwortung zu übernehmen. Weil in dem Moment, wo die Älteren werden dement, sie können dir so beleidigen und so verletzen, und du verstehst nicht, warum sie sagen jetzt Sachen über deine Frau, und warum haben sie Probleme mit dem Chutonim jetzt, nach 60 Jahren, und es kann kommen Sachen, wo du selbst glaubst nicht, weil der Mensch kann nicht mehr herrschen, seine Neigung. Interessant, wenn ein Mensch wird dement, da kommt seine Kindheit noch einmal hoch. Ich sehe bei uns, demente Leute können die Gebete von Kindheit, sie reden Jiddisch, sie lieben die Wörter von Jiddisch. Es war ein Mann in Frankfurt, ein reicher Mann, großer Reich. Und seine Frau hat gesehen, er wird dement. Sie hat gebeten, ob ich kann mit ihm zweimal die Woche sitzen und einfach lesen Kinderbücher in Jiddisch. Ich habe ihm vorgelesen Kinderbücher in Jiddisch, er war voll dabei. Sie hat gesagt, es belebt ihn, er ist in seinem Grundelement. Sie lieben ihre Zuhause, sie lieben ihre Essen, sie lieben ihre Sachen, was erinnert sie an ihre Stabilität. Weiter, nächste Zitat. Rabbi Joshua ben Nehemia sagte, wegen vier Dingen springt das Altwerden auf den Mensch. Wegen der Angst, wegen der Schmerzen von der Kindererziehung, wegen einer bösen Frau und wegen Kriege. Okay. Also ihr seht, vier Sachen machen der Mensch Probleme in seinem Leben. Ängste, Probleme mit den Kindern, Probleme in der Beziehung und Krieg. Natürlich Menschen, die haben überlebt Krieg und gerade die jüdischen Volk heute, 99%, egal von wo man kommt, entweder das ist zweite Generation von gekritzten Eltern oder eine Generation, wo selbst gekritzt im Kopf. Menschen, die erleben die schlimmsten Sachen. Also letzte Jizkor in die Synagoge habe ich gemacht, Kel Moleracham, mein Gebet für die Leute in Shoah. Und ich beginne zu sagen, ich sage, und alle Jeden, die wurden umgebracht, und ich sage, alle Lagern in Auschwitz, Majdanek, Treblinka, schreit er Levit, Birkenau, Birkenau. Schreit er Ulfsky, Herr Rabbiner, und was ist mit Babi Yar? Babi Yar ist nicht in der Liste, Babi Yar. Also jeder, das ist Menschen, die haben das erlebt. Der war in Birkenau, der war in Babi Yar. Jeder hat seine Macke und seine Vergangenheit, seine traumatisierten Leben.
Insbesondere, wenn ein Mensch hat in alle vier Bereiche Probleme, Ängste, schlechte Beziehung zu Hause. Es gibt Partners, wo die Mann oder Frau, der Mann ist so eine Pascha, so ein Diktator zu Hause. Die Frau hat Angst, 20, 30, 40, 50 Jahre. Weißt du, was passiert später? Dement. Er kann reden zu der Wand und er schreit auf sie, aber sie versteht gar nicht. Sie sieht, ich kenne so eine Ehepaar. Der Mann war so ein Mann. Seine Frau hat den ganzen Tag getanzt für ihn, Katharinke. Sie hat ihm die Socken geleckt vom Boden. Und der Mann irgendwann hat gesehen, er hat verloren seine Frau. Schluss. Sie hat im Kopf, sie kann nicht mehr. Und der Kopf hat sich geknallt und sie hat bekommen Dement. Er ist leider gestorben und sie ist noch dement schon 8 Jahre. Unglaublich. Ich habe das gesehen in meinen Augen. Unglaublich, wie hat er mit sie gehandelt. Aber in dem Moment, wo sie war dement, er konnte schreien zu der Wand. Sie hat nichts mehr kapiert. Sie war glücklich. Sie hat die ganze Zeit nur gelacht von morgen bis Abend. Schluss. Also wenn jeder soll wissen, alle schlimmen Sachen am Leben, alle traumatisierten Sachen haben irgendwann am Leben Preis. Ob es ist jetzt Probleme mit den Kindern sorgen, da man nicht schlafen kann, oder mit Beziehung oder Krieg. Natürlich auch, das ist auch der Grund, warum soll ein Mensch nicht so viel Nachrichten lesen. Was brauchst du noch? So viel Zorres, so viele Probleme von der ganzen Welt. Oi, was bist du jetzt? Der Beuneschleunem geworden? Brauchst du die Nachrichten von allen Firmen lesen und alle Filme, die gibt's, Drama, dreimal zu gucken? Jetzt, was willst du? Später, dein Kopf kann das nicht mehr aushalten und deine strapazitierte Berührung ist auch kalt und trüb. Also, wir sehen die vier Gründe, was beschleunigt der Mensch, sein Alt, sein Dement und auch seine geistige Krankheit. Weiter, Zitat 13. Die Tora gelehrten, je mehr sie älter werden, desto schärfer wird ihr Verstand. Aber das einfältige Volk und die Menschen auf der Wache, je mehr sie älter werden, desto vermehrt sich. Okay, hier sehen wir schon einen Hinweis. Wir beginnen jetzt langsam die Lösung. Wenn ein Mensch wird dement, meistens, das sind Leute, die haben nicht viel trainiert mit ihren Zehen. Deshalb, ein Mensch muss jeden Tag mindestens eine Stunde investieren an seinen aktiven Verstand. Was passiert mit den Leuten? Die Menschen lernen nicht wirklich. Sie lernen nicht wirklich. Wann lernt ein Mensch? Nur zweimal am Leben. Wenn er muss machen einen Test, oder wenn er muss unterrichten. Sonst liest er eine Zeitung, sehr schön, und er geht schlafen. Und der Mensch hat gemacht seine Bildung als Doktor, als Rechtsanwalt, als Krankenschwester, als Lehrer. Bis 30, 35, ab 35 macht er gar nicht. Er lernt nicht, die Menschen lernen nicht ab 35. Sie lesen Magazins, sie lesen Zeitungen, sie gucken Filme. Die sind passive mental. Sagen unsere Weisen, du bist schuldig, dass deine Seele ist kaputt. Du hast aufgehört, ihn zu trainieren. Du machst keine Rätsel, keine Sudoku, keine Trainierung, keine Wettbewerb, gar nicht. Was sollst du lernen? Geh zur Uni, lerne etwas, geh in die Yeshiva, ich weiß nicht wo, geh irgendwo und lerne, aber mach eine Prüfung. Oder willst du wirklich lernen? Lerne und unterrichte andere Leute. In dem Moment, wenn du lernst eine andere Sprache, lerne andere Sachen, damit soll dein Kopf nicht Betäubung bekommen. Diejenigen, wir haben gerade gesehen, diejenigen, die hören auf, ihren Kopf zu trainieren, der Kopf geht kaputt. Der Kopf ist auch ein Muskel, wo man muss die ganze Zeit diesen Muskel trainieren. Und wie gesagt, ab 35 Jahre, die Menschen lernen nicht wirklich. Die sind nicht bereit, sich zu bemühen, etwas zu verstehen und zu erinnern. Es ist alles so schön, man liest, hier ein bisschen Kultur. Ich lese sehr viele Bücher. Bravo. Du liest viele Bücher? Dankeschön. Bücher ist nichts. Bücher ist Hobby. Es ist nicht Trainierung, es ist besser als andere Sachen. Aber du hast dich nicht Mühe gegeben, das Buch zu lesen. Du liest sogar das Buch im Bett. Du liest das passiv, das ist nicht aktiv.
trainieren. Es ist besser als was anderes. Aktiv trainieren bedeutet, dass jemand prüft, dass dein Kopf funktioniert noch. Du machst mit jemand Trivia, du spielst mit jemand Schach, du spielst, ich weiß nicht, also aktive Sachen, wo du musst wirklich überlegen, die ganze Zeit, die Leute haben wenig Probleme im Kopf. Wir sehen bei uns im Heim, Leute, die spielen Schach, Leute, die arbeiten mit dem Kopf, haben wenig Dement. Ob es war jetzt, es war Herr Bubis bei uns, der war ein Profi vom Schach. Zum Schluss hat er Krebs, der Arme, aber der Kopf war es bis der letzte Moment noch scharf. Er hat noch mit meinen Kindern gespielt, Schach, und er war noch schlau. Er hat meinen Kindern beigebracht Tricks, wie man schnell gewinnt. Unglaublich. Also der Mensch war bis seinen letzten Tag, und er hat noch gesagt, die Kinder, heute, ich spiele nicht wirklich, weil niemand ist mit mir in Competition. Niemand ist mit mir in Konkurrenz. Ich habe nicht wirklich einen Wille zu gewinnen. Also der Kopf geht auch runter. Deshalb trainieren den Kopf ist wichtig. Okay, wir beginnen jetzt langsam Handlungen und Lösungen. Jeden guten Jid muss ab 60 Jahren schreiben Testament. Warum Testament schreiben? Ab 60 Jahren. Warum schreibt man ein Testament? Weil in dem Moment, wo ein Mensch ist dement, er ist schon nicht mehr bei ihm bewusst. Und er kann später 8 Jahre künstlich ernährt werden, wie Ariel Sharon, wie eine Pflanze. Wenn du willst, bitteschön. Aber in dem Moment, wo niemand weiß, was du willst, mach alles in deine Klarheit. Wo willst du beerdigt werden? Was soll sein mit den Kindern? Was willst du mit der Wohnung? Wem willst du schenken die Schabesleuchter? Wem willst du schenken, was glaubst du, du wirst leben für ewig? Solange der Kopf ist gesund, du sollst nehmen ein Papier und schreiben ein Testament. Du musst nicht zum Rechtsanwalt gehen, aber du kannst das lassen zu Hause und legen. Das ist eine gute Sache. Ich habe schon geschrieben mein Testament. Ich arbeite schon 20 Jahre in jüdischem Friedhof. Sterben Junge, sterben Alte. Wenn einer schreibt Testament, soll er leben bis 120. Er braucht nicht Angst zu haben. Aber man weiß mindestens, was ist seine Wille. Es kann ein Tag in einem Unfall, bist du kaputt. Du bist dement, gehirntot, wie auch immer, alle stellen, man weiß nicht, was zu tun. Willst du weiterleben, willst du nicht weiterleben? Schreib. Weil im Judentum gibt es einen großen Unterschied zwischen aktiv tot oder passiv oder wieder neue Belebung, lang durch Instrumenten. Das ist eine große, große Thema. Schreib auf ein Papier dein Leben. Nummer 1. Nummer 2. Es gibt 2 Geschichten im Talmud. Rabbi Yehuda Hanassi hatte körperliche Schmerzen und seine goyische Putzfrau, sie hat gebetet, soll er sterben. Und die Weisen haben gesagt, wenn jemand ist krank im Körper, soll man nicht beten, soll er sterben. Es ist verboten. Rabbi Yochanan war depressiv, weil sein bester Freund und Schwager, der Schlakisch, ist gestorben und er ist gefallen in eine Gefühlenbankrott. In eine Depression ohne Ende. Und die Weisen haben gebetet, soll er sterben. Sagen unsere Weisen, wenn einer leidet in einem Dement, in einem geistigen Zustand, da ist erlaubt für ihn zu beten, soll er sterben. Wenn einer leidet im Schmerzen im Körper, da soll man beten, soll er leben. Weil Leben mit Schmerzen ist Leben und Leben ohne Seele ist kein Leben. Also ihr seht im Judentum, genau umgekehrt, wie es heute in der Welt. Manche demente Leute sind lang und wenn Menschen haben körperliche Schmerzen, sie wollen schon schnell keine Schmerzen zu haben. Wo steht das geschrieben? Und hier möchte ich noch zum Schluss noch einen wichtigen Aspekt sagen. Es war ein Rabbiner in Worms im 16. Jahrhundert, Rebbe Eliyahu Baal Shem, der Opa von der Baal Shem von Michelstadt, mein Favorit. Und Rebbe Eliyahu Baal Shem hat gesagt, in dem Moment, wenn wir achten, auf unsere ältere Leute, geistige Zerstörte, Dementen und lassen sie langes Leben, gibt das in dieser Welt wenig Mord. In dem Moment, wenn wir beginnen, die Leute zu vernachlässigen, wir machen ein grünes Licht, dass in dieser Welt passiert viel Mord. Wenn ihr wollt wissen, warum heute Leben von Menschen so viel getötet, so viel Mord, habt ihr jetzt eine Antwort. Weil man macht Leben von Menschen unwichtig. Soll sterben, noch eine, wenig eine.
Und deshalb sagt er, in dem Moment, wo einer ist noch am Leben, zuerst schützt er die ganze Welt. Zweitens, seine Familie kann noch versöhnen. Manche Leute, auch wenn die Älteren sind noch dement, es gab bei uns eine Frau, sie war dement, jahrelang. Aber ihre drei Töchter, die haben miteinander nicht gesprochen, jeden zwei, drei Monate, die sind gekommen, um mit der Mama zu sein. Und dass die Mama gelebt, hat gemacht noch in die Familie irgendeine Verbindung. Ab dem Moment, wo die Mama ist gestorben, Shabbat Shalom. Alle drei Töchter in der Welt, Kanada, Israel und die dritte, glaube ich, in Schweiz, treffen sich nicht mehr. Wer sagt, dass man muss sterben? Leben kann noch etwas bringen. Sterben bringt gar nichts, glauben Sie mir. Solange man lebt, gibt das noch viele Vorteile. Die Leute, die Familie kümmert sich. Die Familie kommt noch zum Besuch. Und manchmal, damit will ich schließen, es war ein Mann in Frankfurt, ein polnischer Jid. Seine Frau war dement und später künstlich beatmet. 13 Jahre, 13 Jahre dement. Und der Mann hat sie geliebt und wirklich gekümmert ohne Ende. Sie ist gestorben, er war zerbrochen zum Sticken. Nach drei Tagen wollte ich ihn besuchen zu Hause, sagte er, ich möchte keinen Besuch. Die Leute nerven mir. Aber ich habe gesagt, ich bin nicht die Leute. Ich habe die Beerdigung gemacht. Ich will 5 Minuten dir besuchen, mit dir trinken ein Glas Wasser, dir trösten. Sagt er, komm. Ich komme. Was sagt er mir? Alle Menschen sagen, oh, gut, dass sie gestorben. Sie hat so gelitten. Sie hat so viele Probleme. Gott sei Dank, endlich. Was Gott sei Dank? Was endlich? Das war mein Lebenssinn zu leben. Ich habe gelebt für sie. Was bin ich? Luft? Gar nicht. Da ich habe gelebt für diese Frau noch 13 Jahre. Mein Leben sind jetzt nicht wert. Ah, Gott sei Dank. Sie ist gelöst. Es ist okay. Die Schmerzen. Rede nicht. Helfe nicht. Misch nicht in den Geschäften von jemand anders. Misch in deine eigenen Geschäften. Wenn für dich ist gut, dass der andere ist gestorben, sei gesund und stark. Sag nicht dem anderen was zu fühlen. Dem anderen sollst du geben Vertrauen, Empathie. Und jetzt gebe ich ein paar Ratschläge, wie geht man um mit dementen Leuten, durch die Erfahrung, die habe ich gesehen. Zuerst, nicht jeden Mensch passt zu jedem Patient. Manche Leute haben irgendwie andere Bilder, andere Sprache, andere Mentalität, andere Geruch, andere Intuition, andere Drittes. Für manche Leute, die sind zugänglich und manche nicht. Aber man muss immer reden mit klaren Wörtern, nicht langen Wörtern. Alle Geräusche ausschalten, Fernsehen, die hören nicht zwei Sachen. Sie müssen fokussieren auf eine Sache. Jetzt Mittagessen, kommen Sie bitte zum Tisch, setzen Sie am Ort. Und er sitzt am Ort. Soll ich dir den Schnitzel schneiden oder Sie schneiden alleine? Also muss man wirklich erklären, sonst versteht er nicht. Und soll man wissen, dass die Menschen wie dement sind genauso wie wir Menschen. Ein Tag gut gelaunt und ein Tag schlecht gelaunt. Es ist, was glaubt ihr, bei dementen Leuten ist dement die ganze Zeit die selbst? Nein, auch bei dementen Leuten gibt es Tage, wo die sind sonnig, hell und dabei. Und es gibt Tage, wo die sind wolkig, genauso wie unsere gesunden Menschen, launisch und an einem Tag so Sauerkraut und wir haben keine Lust für niemand und wollen mit niemand treffen. Gut. Shabbat Shalom, genau. Gut, ich schließe jetzt, dass Moshe Rabbeinu hat gelebt 120 Jahre. Steht geschrieben, warum sagt man bei jedem bis 120? Weil Moshe Rabbeinu hat gelebt 120, aber gesunde in Körper und in Seele und seine Augen waren nicht trüb und seine Schleim ist nicht, er hat nicht gesabbert. Also er war bis letzten Moment noch elegant und schön. Aber jetzt hör mal gut. Moshe Rabbeinu wollte sehr nach Eretz Israel kommen. Gott hat gesagt, nein, das kommt nicht in Frage. Sagt,
als Gott, vielleicht soll ich kommen als Tier. Lass mich rein nach Israel wie ein Gazelle, wie ein Hirsch. Dann kann ich spazieren in Engedi, in Yamamelach. Und ich bin in Israel, sagt Gott, nennen, auch nicht als Tier. Sagt der liebe Gott, vielleicht soll ich kommen als Vogel. Vogel. Er hat Israel, ich würde sein als Vogel. Adler oder Rabe oder Taube, sagt Gott, nennen, nicht als Vogel. Und guck mal, wie Moshe will leben. Er sagt Gott, wenn es geht nicht als Mensch, wenn es geht nicht als Tier, wenn es geht nicht als Vogel, vielleicht als Fisch. Fisch, Buri, Dennis, einfach schwimmen in Akko oder in Ashkelon oder in Ashdod oder in Netanya, dass ich so ein bisschen Israel sehe als Fisch. Sagt Gott, nein, auch Fisch ist Leben. Seht ihr, wie wichtig ist das Leben? Du kannst leben wie ein Mensch, wie Moshe. Du kannst leben wie ein Tier, wie ein Gazelle. Du kannst leben wie ein Vogel. Und du kannst auch leben wie ein Fisch. Wenn, solange du lebst, du bist am Leben. Ab dem Moment, wo du bist gestorben, du lebst nicht mehr. Im Judentum, das Ideal ist das Leben. Es gibt nicht irgendein Ideal, die wichtiger als das Leben. Weil in dem Moment, wo es geht, diese Ideal, das Leben haben keine Wert mehr. Man sagt Leute, ja, lang sollst du leben und gesund. Ja, aber nur mit Gesundheit. So will ich nicht leben. Wirklich? Du bist geworden jetzt, du bestellst dein Leben nach Menü. Wie soll das passieren? Hat man dir nicht gefragt, wenn du bist gekommen? Man fragt dir nicht, auch nicht, wie sollst du gehen? Eins musst du die ganze Zeit machen. Danken für jeden Tag, wo du lebst. Danken für jeden Kopf, wo dein Kopf hat eine neue Sache gelernt. Eine. Für diese neue Sache, was hast du heute gelernt, hat sich schon gelohnt, heute zu leben. Und mach das Beste von deinem Leben, weil Gott gibt dir jeden Tag Vertrauen und er sagt dir, die Welt ohne dich war nicht vollständig. Und einen Beweis, er schenkt dir noch einen Tag zu leben. Gott soll uns alle helfen, dass wir sollen bleiben gesund. Und diejenigen, die brauchen eine Refuah, die sind nicht gesund, soll Gott sie segnen, sollen sie gesund sein und dass wir alle geduldiger sein für die Leute, die dement sind, weil da braucht man Nerven von Eisen, von Metall. Diejenigen, die arbeiten jeden Tag, wissen, wie schwierig ist das, wie nicht anerkannt ist diese schwierige Arbeit mit diesen Leuten. Weil diese Leute, wir sind noch sensibel und die Leute schimpfen manchmal. Aber die sind nicht zuständig schon für das, was sie sagen. Ich danke euch für das Zuhören.